Wann endlich ist die Corona-Zeit zu Ende? Das höre ich immer wieder. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass der tote Punkt, den wir erreicht haben, zum Wendepunkt wird. Denn nur dann können wir wieder durchatmen, können wir wieder Visionen für die Zukunft entfalten. Vielleicht haben wir das auch in der Corona-Zeit gelernt. Also nicht der tote Punkt ist das Ende, sondern ein Wendepunkt, der uns neu Kraft gibt für die Zukunft. Genau das will uns ja das Osterfest auch mit auf den Weg geben. Da gehört Sterben und Tod und Leid dazu, aber das ist nicht das letzte Wort. Der tote Punkt an Ostern, am Kreuz, wird zum Wendepunkt, zur Möglichkeit des neuen, unzerstörbaren Lebens. Das ist Ostern und das wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen.